Freunde der Nacht, Kinder der Sonne, ich grüße euch. Heute machen wir einen Localizer-Anflug auf Cannes mit einer doch recht heftigen Seitenwindkomponente, die an sich vielleicht irgendwo auf der Welt immer wieder so zu finden ist, aber was uns passiert, als wir auf dem Localizer sind, ist doch bis jetzt einmalig gewesen. Wenn wir gleich aufs Meer rausdrehen, um den Localizer anzuschneiden, werden wir auch ganz deutlich sehen, wie viel Schaumkronen wir da schon haben. Das ist schon eine recht lustige Windsituation und es hätte sicherlich auch die ein oder andere bessere Lösung gegeben. Aber man will ja schließlich die Herausforderung auch annehmen. Viel Spaß! Boah, jetzt drückt's aber schön, wa? Ja. Das ist Wind, wa? Mann, wackelt ja, mein lieber Schalli. Ja. Ich krieg ja kein Foto hin. Das war ja ein Highlight. Deswegen sind wir angeschnallt. Deshalb sind wir angeschnallt, ja. Ja, das war bis jetzt wirklich ein absolutes Highlight meiner Fliegerkarriere. Das war, als ob ein Riese mit der flachen Hand auf das Flugzeug geschlagen hat. Und alles, was vorher an der einen Stelle in dem Flugzeug lag, lag danach woanders. Es hat sich absolut alles bewegt und man war wirklich froh, angeschnallt gewesen zu sein. Bis an die Decke. Haben wir einen Überschlag gemacht. War bestimmt irgendeine Düse. Delta Viscomio, Final 3-5. Delta Oscar Viscomio, clear to land runway 3-5, wind 2-9 0 degree, 1-3 knots, maximum 2-6 knots. Delta Viscomio, 3-5, clear to land. Flaps 10. Wenn wir da jemals ankommen, boah. Ja, die Spreizung zwischen dem Basiswind mit 13 Knoten und den Böen mit 26 Knoten war doch recht deutlich. Es ist auch komplett unnötig, jetzt die 3.5 anzufliegen, weil es gibt unten noch eine Bahn, die 90 Grad versetzt wäre, die man hätte visual wunderbar anfliegen können und sich den ganzen Stunt hätte sparen können. Als wir dann am Boden gelandet sind und ausgerollt sind und ausgestiegen sind, wurde einem erst bewusst, wie stark der Wind dann auch tatsächlich ist. Die Palmen haben extrem gewackelt, man musste sich schon beim Laufen in den Böen sehr konzentrieren. Also das war schon ein Hardcore-Wetter, was wir uns da ausgesucht haben. Umso spannender war es zu sehen, dass man das doch ganz gut auch lösen kann, fliegerisch. Feine Checks, Mixer, Flaps, alles gut. Oh. Das war aber eine sanfte Landung für den Wind. Ja, auf den einigen Tankstops, die ich dort gemacht habe in Cannes, gibt es eine ganz interessante Geschichte. Ich habe meine Videokamera rausgeholt, um einen startenden Jet zu filmen. Da habe ich dann doch von den Offiziellen einen ziemlich deutlichen Einlauf bekommen, was das soll und dass ich das nicht dürfte. Da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein oder hier sind auch Leute unterwegs, die nicht gefilmt werden wollen. Ansonsten ist Cannes wirklich ein ganz toller GA-Platz. Solange man kein Taxi fährt in Frankreich, ist das klasse. Wichtig ist zu wissen, dass man für die Tankstation nur eine Totalcard haben muss. Ohne Totalcard kein Sprit. Das ist einer der Gründe, warum ich eine habe. Besonders voll ist es natürlich einerseits zu den Filmfestspielen als auch zum Formel 1-Rennen in Monaco. Das geht ganz hübsch hier. Man kann mit dem Bus zum Bahnhof fahren und fährt dann nochmal gut 30, 35 Minuten nach Monaco mit dem Zug. Das ist also alles morgens schaffbar und theoretisch auch nachmittags wieder zurück. Das Einzige, was man da beachten muss, ist aufgrund des doch hohen Flugverkehrs an diesen Spezialtagen, dass es Slots und Limitations gibt für IFA-An- und Abflüge,
sodass man sich dort eventuell VFR rausoperieren muss. Mir wurde das damals mal nahegelegt, ob ich nicht auf VFR starten könnte. Das würde allen sehr helfen. Habe dann völlig willkürlich irgendwo einen Pickup-Punkt in Frankreich gewählt und tatsächlich musste ich dann auch bis zu diesem Pickup-Punkt fliegen, um meine Clearance fürs IFA zu bekommen. Das lässt sich sicherlich besser organisieren, wenn das ein bisschen dichter dran ist. Jetzt sind wir auch bei der Tankstelle angekommen. Man sieht oben die Bäume, die Tanne, wie die wackelt. Also das war schon ein recht hübsches Stürmchen. Wir warten jetzt, bis der andere Flieger weg ist und machen uns dann ans Tanken. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald und ich freue mich über Abonnementen und Likes. Tschüss, tschüss.